Ja, moin Leute, und damit herzlich willkommen bei Casper Gaming. Die Leute unter euch, die mich kennen, wissen, dass ich normalerweise Shooter wie Black Ops 4 spiele. Da werde ich auch trotzdem weiterhin aktiv bleiben. Ich hatte einfach mal Bock auf ein bisschen Abwechslung und was Neues in Anführungszeichen. Ich habe hier einen Klassiker von der PlayStation 1 von 97 für euch. HD Remaster ist das. Das ist Abe's Odyssey New and Tasty. Das kam 2014 geremastert für PS3 und PS4 raus. Wie ihr seht, habe ich das letztmalig an dem Speicherstand hier am 6.2.15 gespielt, also quasi 4 Jahre fast her, hab's auf 100%, also auf Platin gezockt. Ich hatte einfach mal wieder Bock, dieses Spiel zu spielen, weil das wirklich einer der geilsten PS1-Spiele war. Mein Ziel ist es, wieder auf 100% zu kommen, also quasi alle Mutokons zu befreien. Dabei möchte ich, dass ihr mich begleitet, deswegen ein Let's Play in mehreren Etappen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich starte jetzt direkt das Spiel. Lasst euch bei dem Intro für das Spiel kurz allein und werde die Webcam wegschalten. Bis gleich. Follow me. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Boss of the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the beaches were through. We still made paramite pies. And we made some good scrab cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still defined. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared, cause profits were grim. Okay, here they are. Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. Watch. But Mullet was cool. Show him. He had a plan. This new kind of meat? What? It was us! We got a lot of new luck. We'll chop them up. I just had to escape.
I just had to be free, and I didn't even know I had a destiny, so get me out of here! So, wir befinden uns am Anfang von Rupture Farms. In Rupture Farms sind wir jetzt auf der Flucht, um aus der Farm auszubrechen. 70 Mudokons an der Zahl gibt es zu retten. Es gibt eine Menge Geheimgänge. Der allererste, der befindet sich direkt hier. Die Geheimgänge haben es meistens sehr, sehr in sich. Da muss man sich wirklich ein bisschen den Arsch aufreißen, um die alle, also um die ganzen Mudokons zu befreien. Und wir starten jetzt direkt mit dem ersten Geheimgang. Viel Spaß. So. Erster Geheimgang angekommen, ziehen wir einmal an den Hebel, laufen hier ein Stück weiter, einmal runterklettern, gleich weiter rennen, ganz wichtig, sonst erschießt uns der Slick. Jetzt schanden wir, damit wir uns dieses Vieh krallen können, quasi kontrollieren. Bring uns um. Dadurch ist das Vieh platt. Und wir können jetzt hier in Ruhe die Mudokons befreien, die allerersten. So, wir begrüßen die ersten Mudokons, die uns verfolgen sollen. So. Wir versuchen jetzt mal noch den dritten hier zu kriegen. Manchmal klappt das nicht so gut. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt ziehen wir hier. So kriegt man nämlich den linken, wo du kannst am einfachsten hier weg, wenn man gleich alle ruft. So, jetzt schanden wir hier eine Runde. Dann haben die ersten neun, glaube ich, sind es schon befreit. Und dadurch, dass wir zeitgleich hier gleich an der linken Ecke den mit rausgezogen haben, haben wir uns ein bisschen Zeit gespart und können direkt wieder rausklettern. Und das war der erste Geheimgang. So, jetzt rennen wir natürlich hier weiter, ziehen einmal an dem Hebel und können auch schon weitergehen. Wenn wir hier dieses Terminal betätigen, sehen wir kurz die Karte und sehen, wo sich grob, was heißt grob, man sieht halt, 61 Mudokons sind es noch, 290 sind es noch insgesamt, die zu retten sind, und man sieht grob, wo die ganzen Mudokons sich aufhalten, wenn man hier so ein bisschen durchscrollt. Brauche ich aber nicht, ich weiß, wo die alle sind, ich habe es oft genug gespielt. Hier unten befindet sich der zweite Geheimgang, an den kommen wir aber noch nicht ran, weil wir erstmal eine Granate brauchen. Und die befindet sich in dem nächsten Geheimgang hier unten. So, den braucht man, glaube ich, nicht weiter, oder? Ne, den braucht man nicht. So, Feuer frei. Den Hebel können wir schon mal ziehen. Und dann klettern wir direkt zum nächsten Geheimgang. So, wir schnappen uns hier drüben erstmal ein paar Granaten. Und lassen hier erstmal die erste Granate fallen, damit die ersten Slicks schon mal weg sind. Hier zerstören wir noch den Unterdrücker, den ersten. Noch ein paar Granaten. Zerstören den Unterdrücker. Stürzen einmal richtig schön. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Passiert. Achso, ich bin zu weit oben. Hier schnappen wir uns den nächsten Slick. Und da bringen wir uns um. Feuer frei. Weg ist das Vieh. So, und da haben wir schon die nächsten Mudokons befreit. So, jetzt sind wir bei 17. Und ganz wichtig hier, schnappt euch nochmal ein paar Granaten. Die brauchen wir nämlich jetzt für den nächsten Geheimgang. Ansonsten kommen wir da nämlich nicht rein. Und dafür müssen wir jetzt einfach ein Stück zurücklaufen. Da, wo die Minen waren, was ich als erstes angesprochen hatte. Und zwar hier.
Und schon können wir den nächsten Geheimgang betreten. Was erwartet uns hier? Alles klar, ich weiß Bescheid. Die ersten beiden nehmen wir erstmal mit, ziehen einmal an dem Hebel. So, jetzt lassen wir die hier positionieren und hier warten die beiden erstmal. Und dann machen wir mal ein Save zwischendurch, weil hier verkackt man es gerne mal. Nur nicht jetzt, das ist schon mal schön. Und ich rette jetzt die ersten schon mal, weil manchmal habe ich so ein Talent, das zu versauen. Und das wollen wir uns ja sparen. So, jetzt wollen wir noch den Rest. Und läuft. Ja, läuft. Sehr schön. Und damit sind wir schon mit dem dritten Geheimgang durch. Ich habe jetzt hier gar nicht geguckt, wie viele Mutokons das hier waren, die wir jetzt hier gerettet haben. Na, spielt ja keine Geige. Wir haben bis jetzt keinen verpasst. Das ist das Wichtigste. So, dann können wir weitergehen. Einmal ein Checkpoint. Den quatschen wir jetzt erstmal an. Der folgt mir. Ziehen einmal an dem Hebel, rennen hier schnell rein, denn hier ist der nächste Geheimgang. So, nächster Geheimgang angekommen. Na, wir machen erstmal den Slick weg. Hier können wir, glaube ich, alle anquatschen. Einmal umfallen. Bitte alle folgen. Ah, das ist einer der einfachsten Geheimgänge am Anfang, muss ich sagen. So, hier sind wir schon bei 34. Haben wir schon fast die Hälfte der Kollegen befreit. Ach so. Wir schnappen uns nochmal neue Granaten. Die sind immer gut. Weil auf schwer hat man immer nur 3 Granaten, die man mitnehmen kann. Also immer, wenn man Granaten aufsammeln kann, sollte man das auch machen. Diesen Unterdrücker, den brauchen wir jetzt nicht kaputt machen. Wir warten jetzt kurz, bis die Vögel hier sind. Aktivieren Chanten kurz, schnell springen. Wenn sie denn wiederkommen. Da sind sie. Ach, es funktioniert auch so, alles klar. Ich dachte, dadurch verschwindet das Portal, aber das tut's nicht. So. Hier muss man schleichen, denn der nächste Slick wartet hier und pennt. Und schnell runterfahren. Und damit haben wir die nächsten 2 Mudokons schon befreit. Wir müssen jetzt. So, alles klar, weiter geht's. So, wie war das hier doch gleich? Jetzt muss ich erstmal nochmal gucken. Ja, mal gucken hier. Ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Alles klar. Die können wir erstmal alle mitnehmen. Hier verpasst man nicht wirklich was. Einmal chanten. Und wir sind bei 40. Eigentlich, also bis hierhin ist es eigentlich relativ simpel. Na komm, lauf. Ups. Müssen wir kurz warten, bis der Slick sich bewegt. Und tschüss. Und gleich hinterher rennt, denn der nächste Geheimgang wartet hier auf uns. So, hier schleiche ich mir einmal in diesen Rauch, hier sind wir nicht sichtbar, und dann springen wir einmal, so dass wir unten in dieser Rauchwolke landen. Und dadurch kann uns der Slick nicht sehen. Das sind halt dumme Viecher. Schleichen, eins runter. Und jetzt zerstören wir den nächsten Unterdrücker. Zack. Und schon können wir uns einen der Slicks schnappen. Erschießen einmal den Kollegen, bringen uns um, laufen in die Minen rein und schon können wir alle anlabern, folgen, zack, und die nächsten sind befreit. Was passiert eigentlich hier, wenn ich hier... Warum kann ich den Hebel nicht betätigen? Komisch. Okay, weiß ich nicht warum. Also auf jeden Fall kann ich den Hebel nicht betätigen. So, ab ins Portal und schon kann es weitergehen. So.
follow me. Okay. So. Wait. Okay, got it. Ihr wartet hier. Denn hier kommt der nächste Slick. Okay, nochmal das Ganze. Wir krallen uns halt wieder einen der Slicks, bringen einen um. Einmal Selbstzerstörungsmechanismus. Und schon können wir die nächsten beiden retten. So, und damit haben wir einen großen Abschnitt von Rapture Farms schon geschafft. So, an der Stelle könnte es ein bisschen heikler werden, weil... Achso, ja, wir brauchen ja nur einfach nur Chanten. Ach, das habe ich jetzt völlig vergessen. Krallen uns diesen Typen, denn wenn wir jetzt den Mudokon hier unten anquatschen und weiterlaufen, erschießt er uns von hinten. Oder von der Ferne, besser gesagt. So, du folgst mir. Hier kurz warten. Denn hier ist noch einer, den man nicht sehen kann. So, wenn man jetzt hier noch eine Granate übrig hat, schmeißt man die grob einfach gegen die Decke, dass die abprallt, wenn der Slick kommt. Dadurch spart man sich ein bisschen Zeit, sonst muss man erst hier hochklettern, den Hebel aktivieren, dann geht die Falle auf und so spart man sich einfach eine Menge Zeit, um diesen Slick loszuwerden. Einmal chanten und schon haben wir den. So, ihr folgt mir. Und dann haben wir die nächsten Mudokons, die wir befreien können. So. Und da hinten war, glaube ich, ein Slick. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da genau kam. Oder? Ne, doch nicht. Alles klar, wir können durchrennen. So, einmal hier rauf. Work all day. Den krallen wir uns doch direkt. Und den bringen wir auf eine ganz tolle, humane Art und Weise um. Ab in den Fleischwolf. Das macht Spaß. Achso, wir müssen oben noch den Hebel aktivieren. Ich glaube, das war der. Richtig. Okay, da brauchen wir gar nicht darunter gehen. So war's. Alles klar, genau, du bist frei. Ach, was ich hier jetzt mal hochspringen will. So, jetzt sind wir bei 57 Mudokons, die wir befreit haben. Hier könnten wir weiter nach oben fahren, da verpassen wir aber einige Mudokons, also nach rechts weiterlaufen, ganz wichtig. Hebel ziehen. Einmal mir folgen, bitte. So, ihr bleibt jetzt hier stehen. Von hier aus können wir schon eine Runde weiterschleichen. Obwohl, wir holen erstmal diesen Kollegen noch mit. Du wartest hier. So, hier aktivieren wir jetzt die Mine. Spring einmal kurz drüber. Gleich wieder zurück. Und dann kommt nämlich der Slick und läuft in diese schöne Mine rein. Und man hätte ihn auch so töten können, indem man diesen Hebel zieht. Aber durch so eine Mine ist schon was rein. Achso, damit könnt ihr mir folgen. Könnt ihr durchheizen. Können die nächsten Mudokons retten. So. Einmal hier in diesen Gang. Hier gibt es jetzt noch ein Mudokon zu befreien. Ich finde eigentlich, das ist eine absolute sinnlose Stelle eigentlich hier. So ein Aufwand für ein Mudokon zu betreiben. Kann man machen, muss man nicht. Ach, das Spiel macht einfach nur Spaß. Ja, das war's. Und früher auf der PlayStation 1 schon, habe ich mich gewundert, wozu ist diese verdammte Tür? Hier kommt man nicht rein. Und das Kuriose bei PlayStation 1 war es, wenn man hier wieder reingegangen ist, um den Raum zu verlassen, hat sich auf einmal die Tür immer wieder geöffnet. Obwohl du gar nicht rein kannst.
War zumindest bei mir immer der Fall. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den ganzen Weg nach links zurück, wo dieser riesen Fahrstuhl ist. Und dann sind wir schon fast am Ende von Rapture Farms Ausbruch. Ich will mal nach oben drücken, wie bei Super Mario. So, einmal Fahrstuhl aktivieren und ab nach unten. Was, nach unten oder nach oben? Nach unten. So, nach rechts können wir jetzt noch nicht. Also wir können zwar schon hinlaufen, aber ich glaube, wir kommen ja später nochmal, genau später, am relativ weit am Ende des Spiels, wenn wir nach Rapture Farms zurückkehren. Dann, na, können wir da lang. Das wollte ich sagen. So, jetzt krallen wir uns einmal die Bombe. Und hier kann man ein bisschen Zeit sparen, wenn man ein bisschen anders spielt. Wir fahren einmal ganz nach oben. Hauen erstmal die ganzen Minen weg, das hat nicht funktioniert. Holen uns erstmal den Checkpoint. Wir hauen jetzt hier kurz mit einer Granate diesen Kollegen erstmal weg. Zack. Dann können wir runterspringen. Und holen uns nochmal ein paar Granaten, aktivieren vorher nochmal den Fahrstuhl. Wie gesagt, das muss man nur machen, wenn man wirklich schwer spielt, weil dann hat man weniger Granaten zur Verfügung. Ich glaube, bei normal waren es 5. 5? Keine Ahnung, oder 7, ich weiß es nicht mehr genau. So. Dann können wir wieder hier hoch und gehen hier einfach mal rein. Und ich renne jetzt hier gleich durch, mal sehen, ob mir das gelingt. Scheiße, ich bin zu früh gesprungen. Aber das funktioniert, wenn man das perfekte Timing hat, kann man sich hier diesen defensiven Stil getrost verteidigen. Läuft. Hier, den können wir schon mal aktivieren. Hier, das sind die ganzen Zermalme-Kollegen kaputt. Ach komm, wir locken den runter. So, einmal chanten, den Slick platt machen. Sollte selbsterklärend sein. Die Aufmachung von diesem Schlachthaus hier sieht schon geil aus. So, und da haben wir schon die nächsten. So, hier machen wir kurz einen Zwischensave. Weil wenn wir jetzt hier sterben, spawnen wir wieder am Anfang dieses Ganges. Und alles war umsonst. Muss man das alles normal machen, also darüber zu gehen. Wir dürften jetzt bei 70 angekommen sein. Um das mal ganz kurz zu überprüfen, mache ich hier einen Zwischensave und gehe mal kurz hier lang. 70 sind's. Und damit können wir Rapture Farms verlassen. Und sind dann im Lager oder auch Stockyards, nennt sich das auf Englisch, glaube ich, angekommen. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende des ersten Let's Plays von Apes Odyssey. Dann kommt jetzt noch ein kleines Video. Das ziehen wir uns noch zusammen rein. Und dann freue ich mich schon auf das zweite Video. Vorab würde ich mich natürlich über viele Daumen freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, ziehen wir uns jetzt noch kurz dieses Video hier rein. Da ist er weg. Alles klar, im Lager angekommen. Gibt's den zweiten Teil dann später. Haut rein. Ciao.